Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video mit mir. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt einen wunderschönen Tag. Ich habe auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich habe heute frei. Ich könnte schön ausschlafen. Ich war bei meinen Eltern und wir haben schön gemeinsam gefrühstückt. Das war natürlich ein super angenehmer Start in den Tag. Und heute ist es auch richtig sommerlich. Für meinen Geschmack sogar fast schon wieder so ein bisschen zu warm. Ihr seht es vielleicht hinter mir. Ich habe die Jalousien runtergelassen, damit ja die Wohnung sich nicht allzu sehr aufheizt. Ich habe nämlich ein schönes großes Fenster bei mir im Wohnzimmer, was natürlich den Raum schön hell macht. Aber naja, es knallt halt auch die Sonne auf dieses Fenster. Dann wird es hier dann doch ein bisschen wärmer in der Wohnung. Deswegen, wie gesagt, es ist heute ein bisschen düsterer hier in den Videos. Aber es gibt kein düsteres Thema, über was wir sprechen wollen, sondern ein sehr schönes Thema, nämlich Einkaufen bei DM. Ich war halt mal wieder bei DM in einer Drogerie, die ich sehr, sehr gerne besuche. Und ich habe ein paar schöne Einkäufe gemacht und die möchte ich euch heute zeigen. Fangen wir an mit einem Duschgel, das mich sehr interessiert hat. Und zwar aus der Limited Edition Magic Winter Times. Das passt jetzt zum Sommer und den warmen Temperaturen natürlich überhaupt nicht. Aber Herbst und Winter kommen ja. Und wenn es neue Limited Editions bei DM gibt, dann versuche ich die natürlich auch möglichst zeitnah auszuprobieren, um zu schauen, ob sie mir denn gefallen. Also die ist auch super schön gestaltet. Und wir schnuppern mal nach dem Duft. Oh, riecht angenehm. Nach Mandel und weißen Blüten. Ja, Mandel riecht man auf jeden Fall raus. Riecht super angenehm. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt ja noch eine andere Herbst-Winter-Limited-Edition von Balea. Die habe ich auch schon gekauft. Die gefällt mir auch richtig, richtig gut. Also auch hier macht einen sehr guten ersten Eindruck und werde ich auch zeitnah ausprobieren, ob die mir gefällt. Wie gesagt, Winter Times ist jetzt noch kein Thema, aber man muss ja absolut vorsorgen. Apropos Winter, mir ist was eingefallen. Und zwar kommen ja auch bald wieder die ganzen Beauty-Adventskalender auf den Markt. Und ja, ich habe mir überlegt, ob ich mir vielleicht den einen oder anderen besorge und mit euch zusammen aufmache. Also falls euch das interessiert, so einen kleinen Test von Adventskalendern, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob wir das auch mal zusammen machen sollen. Dann habe ich etwas besorgt, was ich halt immer wieder brauche, und zwar Haarkoloration von Syos in der Farbe Intensives Rot. Ja, ich muss halt regelmäßig meine Haarfarbe auffrischen. Ich bin halt nicht von Natur aus rothaarig. Ich mag diese Haarfarbe aber super, super gern und identifiziere mich total damit. Also ich kann mir eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen, meine Naturhaarfarbe, was so eine Mischung aus dunkelblond und hellbraun ist, irgendwie zu tragen. Weil irgendwie, ja, wenn mich jemand fragt, welche Haarfarbe hast du, sage ich mal rothaarig. Als wäre das schon von Natur aus so. Aber um diesen Status quo aufrechtzuerhalten, muss ich mir halt gelegentlich die Haare färben. Und das werde ich dann mit dieser, ja, Koloration von Syos tun. Die hat sich auf jeden Fall bewährt. Ich habe halt schon mehrere Kolorationen ausprobiert, aber ich finde, die von Syos sind wirklich ziemlich gut. Also die geben das Farbergebnis wieder, was ich mir vorstelle. Und ja, sind auf jeden Fall auch langanhaltend, riechen nicht so angenehm, sind halt also doch schon sehr, sehr intensiv von diesem chemischen Geruch her. Aber das Ergebnis ist halt wirklich sehr vielversprechend und deswegen greife ich halt doch immer wieder auf die Produkte von Syos zurück. Ach ja, hat 4,95 € gekostet, das Duschgel hat 55 Cent gekostet, also das Duschgel auf jeden Fall ein echter Schnapper, die Koloration nicht so. Aber wenn ich mir so überlege, was ich zahlen würde, wenn ich die Auffrischungskoloration regelmäßig beim Friseur würde, machen lassen, da würde ich, glaube ich, noch so einiges mehr auf den Tisch legen. Dann habe ich mir etwas mitgenommen, was ich noch gar nicht ausprobiert habe, worauf ich mich aber sehr, sehr freue. Das klang nämlich sehr vielversprechend. Das ist neu, soweit ich weiß, von Balea, also der Eigenmarke von DM, eine Niacinamid-Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30 für 4,95 €. Ich habe ja das Serum, das Niacinamid-Serum von Balea schon regelmäßig euch gezeigt in Aufgebraucht-Videos oder halt auch in Hauls. Und mit diesem Serum bin ich unglaublich zufrieden. Deswegen habe ich mir gedacht, als ich diese Creme entdeckt habe, testest du doch auch mal die passende Tagescreme dazu. Die hatte ich bisher noch gar nicht gesehen. Vielleicht ist die komplett neu oder auf jeden Fall erst seit einigen Wochen im Sortiment. Und ja, habe ich mir gedacht, nimmst du die mal mit? Ich werde die mal
testen. Mit Lichtschutzfaktor finde ich natürlich auch immer sehr, sehr gut. 30, klar, es könnte im Gesicht definitiv mehr sein. Aber ich finde, da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, auf diese Tagescreme, weil ich, wie gesagt, mit dem Serum so gute Erfahrungen gemacht habe. Ich hole die mal raus aus der Verpackung. Ist hier jetzt erstmal so eine Tube. Poren verfeinert mit für einen glatten und frischen Ton. Ja. Wie gesagt, ich kenne sie noch nicht, klingt vielversprechend. Ich werde euch auf jeden Fall dann auch ein Feedback geben, wie mir die Creme gefallen hat, ob sie mit diesem wunderbaren Serum mithalten kann. Dann habe ich mir noch ein Serum mitgenommen, aber nicht das Niacinamid-Serum von Balea, sondern das Q10-Serum. Das ist super günstig, das kostet nur 1,99 und ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich verwende das abends nach dem Abschminken, ist das mein favorisiertes Serum aktuell. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Haut wirklich sehr reichhaltig damit versorgt ist. Das ist weniger ein, ich muss mich die ganze Zeit hier an der Nase kratzen. Irgendwie juckt es hier so ein bisschen. Ich glaube, ich habe da so ein Härchen oder irgendwie so ein Fussel. Nicht wundern, was ich hier für komische Verrenkungen mache. Auf jeden Fall, das ist nicht so ein flüssiges Serum wie das Niacinamid-Serum, sondern eher ein cremiges Serum, weswegen ich das lieber abends verwende, weil ich doch morgens, kurz bevor ich mich schminke, eher so sehr, sehr leichte Texturen mag. Und das hier ist so ein bisschen, ja, ein bisschen reichhaltiger, ein bisschen schwerer. Gefällt mir aber super, super gut, ist auch total günstig, deswegen nehme ich mir das immer wieder gerne mit. Ein weiteres Produkt, das ich immer wieder gerne kaufe, kostet 4,45 Euro, ist von Catrice das Super Glue Brow Styling Gel. Das liebe ich, das ist so klasse, ich feiere das so sehr. Das ist für mich wirklich das beste Augenbrauen-Styling-Produkt, weil das wirklich zuverlässigen Halt gibt. Ich habe ja schon mehrere Augenbrauen-Styling-Gels ausprobiert und die meisten sind mit meinen widerspenstigen Augenbrauen nicht klargekommen. Also irgendwie sind meine Augenbrauen etwas widerspenstig. Also die hier geht, die ist eigentlich relativ pflegeleicht, aber die hier, die hat so ein paar Haare. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, weil ich die auch immer ein bisschen abschneide. Die versuchen hier über die Nasenwurzel darüber zu wachsen. Und das stört mich natürlich. Das sieht komisch aus. Das habe ich übrigens von meinem Papa geerbt. Der hat genau dasselbe. Also das scheint irgendwie eine genetische Anlage für fliehende Augenbrauen zu haben. Und ich versuche dann immer die Härchen mit einem Augenbrauen-Styling-Gel hier rüber zu kämmen und irgendwie so zu fixieren. Das klappt mit diesem Augenbrauen-Styling-Gel ziemlich gut. Also so wie sie jetzt sind, damit kann ich gut leben, aber wenn die halt einfach rüberwachsen, das sieht einfach total komisch aus. Das kriege ich halt auch mit Kurzschneiden irgendwie nicht gut geregelt. Deswegen kann ich dieses Produkt euch wirklich nur wärmstens empfehlen, für den Fall, dass ihr auch irgendwie total widerspenstige Augenbrauen habt, die irgendwie einfach nicht das tun wollen, was ihr möchtet. Dann auf jeden Fall dieses Augenbrauengel, das hält halt wirklich bombenfest. Also wenn ich das nicht abschminken würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass es am nächsten Tag halt noch genauso aussehen würde. Das ist halt einfach bombastisch. Ich hoffe wirklich, Catrice nimmt das nie aus dem Sortiment, weil sonst haben ich und meine störrischen Augenbrauen auf jeden Fall ein ziemliches Problem. Dann habe ich mir viermal etwas mitgenommen, und zwar kleine Zahnpasten. Ich zeige euch das mal so. Das ist einmal von Parodontax, zweimal die Sensodyne Pro Schmelz Repair und einmal die Sensodyne Repair and Protect. Ja, warum viermal so kleine Zahnpasten? Ich fahre ja bald in den Urlaub und die kleinen Zahnpasten waren gerade im Angebot für 59 Cent. Die kosten nämlich normalerweise 95 Cent. Und da habe ich mir gedacht, so, für meinen Urlaub brauche ich mindestens zwei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Zahnpasta wird auch nicht schlecht. Dann nimmst du dir doch für den nächsten Urlaub auch direkt zwei mit. Also zwei reichen locker für den Urlaub. Also ich bin dieses Mal ein bisschen länger unterwegs. Also normalerweise bin ich meistens nur etwa eine Woche im Urlaub, meistens auch aus finanziellen Gründen, weil Urlaub ist halt doch schon ziemlich teuer. Aber dieses Mal bin ich 10 Tage unterwegs und bei einer Woche reicht sogar eine Tube davon aus. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, okay, du bist 10 Tage unterwegs, brauchst du doch zwei Tuben. Und wie gesagt, habe ich mir gleich für diesen Urlaub was mitgenommen und dann habe ich mir auch für den nächsten Urlaub direkt was mitgenommen. Wie gesagt, Zahnpasta läuft nicht so schnell ab. Die kann ich bei mir in meinem Kosmetikschrank lagern. Und wenn halt gerade was im Angebot ist, dann kann man ja sowas auch mal auf Vorrat kaufen. Und deswegen habe ich gleich viermal zugeschlagen. Und ja, mit der Po-Schmelz Repair Zahncreme habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht von Sensodyne. Die habe ich auch schon mal ausgetestet. Die hat mir ziemlich gut gefallen. Die Sensodyne Repair and Protect hat mir auch recht gut gefallen. Die habe ich auch schon mal getestet. Die von Parodontax kenne ich jetzt noch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die wird auch das tun, was sie soll. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal in den Urlaub zwei von Sensodyne mitnehmen. Wahrscheinlich einmal die Repair und einmal die Repair and Protect.
Und dann sind meine Zähne auf jeden Fall total gut versorgt während dieser Urlaubsreise. Apropos Zähne oder Zahnfleisch, ich habe mir dann noch ein weiteres Produkt mitgenommen für die Zahnpflege, die antibakterielle Mundspülung von Dentodent, der Eigenmarke, was Zahnpflege angeht, bei Balea. Die hat 85 Cent gekostet, sind 400, nee, 500 Milliliter sogar drin und ja, verschönern so ein bisschen mein Reinigungserlebnis bei der Zahnzwischenraumpflege. Ich habe so eine Munddusche, wo ich die Zahnzwischenräume halt regelmäßig durchspüle, zweimal am Tag. Und damit sich das Ganze noch so ein bisschen frischer und angenehmer anfühlt bzw. schmeckt, ja, verwende ich gerne immer so einen kleinen Schuss Mundspülung bei mir in dieser Munddusche drin. Da mache ich halt hauptsächlich Wasser rein, noch einen Schuss Mundspülung und dann ist es alles irgendwie frisch und minzig und meine Zahnzwischenräume sind halt gut gepflegt. Und seitdem ich das regelmäßig mache, habe ich auch deutlich weniger Probleme mit Zahnfleischentzündung. Das war immer so ein ziemliches Problem, was Zahnpflege bei mir angeht. Aber wie gesagt, ich habe das gut in den Griff bekommen und gönne mir dann halt auch gerne immer dieses leichte, frische Erlebnis durch die Mundspülung. Frische Erlebnis erhoffe ich mir auch durch dieses Deo von Balea. Das hat gekostet 95 Cent. Das ist Lovely Romance mit dem Duft nach Maiglöckchen und Pfingstrosen. Das klingt auf jeden Fall ziemlich fancy und floral. Wir testen das mal zusammen. Oh, das riecht wirklich angenehm. Schön blumig, also richtig, ja, wie ein Parfüm würde ich das eher schon einordnen. Also toller Duft, oh, das gefällt mir echt gut. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Deo-Sprays von Balea leider nicht so eine lange Wirkung haben wie die zum Beispiel von Garnier oder von Rexona. Aber die Düfte sind immer toll. Und ich verwende halt ja an solchen heißen Sommertagen wie heute auf jeden Fall mehrfach am Tag Deo. Also meistens morgens, wenn ich, bevor ich aus dem Haus gehe, nehme ich dann eins von meinen Rexona Deo-Sprays. Und meistens dann irgendwie gegen Nachmittag oder abends dann irgendwie noch so ein, ja, ein Spritzer, meistens, wenn ich mich umgezogen habe, damit ich mich irgendwie nochmal so ein bisschen frisch fühle. Und da nehme ich immer gerne die Balea Deos, weil die dann halt noch so einen angenehmen Duft mit dabei haben. Und ich glaube, der Duft, der könnte einer meiner Favoriten werden. Also da bin ich ja wirklich ganz begeistert von. Also erstmal auf den ersten Schnupperer eine ganz, ganz klare Empfehlung für Lovely Romance. Ganz, ganz toller Duft. Sehr schön. Ein ganz, ganz tolles Produkt von Balea für 1,95 ist das Hitzeschutz- und Lockenstyling-Spray ja, von Balea. Und damit habe ich auch schon super, super viele gute Erfahrungen gemacht. Das ist ein, wie gesagt, ein Hitzeschutzspray und gleichzeitig auch ein Styling-Spray. Ich mache immer noch so ein bisschen Kurfestiger von Garten mit in die Haare, damit die Locken auch schön lange halten. Aber das würde auch alleine funktionieren. Und gerade wenn man zum Beispiel unterwegs ist und sagt, okay, ich möchte meine Haare stylen, aber möchte nicht drei Produkte mit mir rumschleppen, dann ist so ein Produkt natürlich sehr, sehr praktisch. Ich mag das richtig gern. Es ist günstig, es hat eine tolle Wirkung, es riecht gut, die Haare sind gut geschützt und haben auch schönen Halt. Deswegen eine ganz klare Empfehlung für dieses Hitzeschutz- und Styling-Spray. Eine weitere klare Empfehlung kann ich auch aussprechen für ja, Balea, das Vitamin C Sugar Scrub. Grüße gehen übrigens wieder raus an die liebe Shay, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, wie das Produkt nach der, ja, nach dem Umdesign aussieht. Und das ist ein ganz, ganz tolles Peeling. Also ich verwende das super gerne für Gesicht und Lippen. Es riecht toll, es hat einen tollen Peeling-Effekt. Man kann sich auch die Lippen ganz, ganz toll damit peelen, ohne dass man so einen komischen, seifigen, chemischen Geschmack im Mund danach hat. Also ganz, ganz fantastisch. Zwei Anwendungen kosten 95 Cent. Also es ist günstig und ein richtig, richtig gutes Produkt. Also ich verwende das so einmal die Woche. Also hat man so 2 Wochen für 95 Cent einfach super glatte, gepflegte Haut ohne irgendwelche Hautschüppchen, die ja abgestorben sind und noch irgendwo im Gesicht hängen. Also wie gesagt, mega, mega tolles Peeling. Falls ihr mechanische Peelings mögt, einige schwören ja auch inzwischen auf, ja, chemische Peelings, also auf Säurepeelings. Finde ich auch ganz gut, aber dadurch, dass mir das hier so gut gefällt, greife ich dann doch immer wieder gerne zu diesem Produkt zurück. Also das mag ich halt, wie gesagt, super gerne.
Dann habe ich mir zwei Produkte von Nivea mitgenommen. Und zwar, weil es da irgendwie extra Payback-Punkte drauf gab. Und ich sammle ja immer sozusagen auf ein gemeinsames Payback-Konto für meine Eltern. Und wenn es irgendwo so 40-fach Payback-Punkte gibt und ich dann davor stehe und denke, ja, ich wollte dir eine Bodylotion mitnehmen. Und so, ah, es gibt auf die und die Marke 40-fach Payback-Punkte, dann greife ich meistens zu dieser Sorte. Klar, ich weiß natürlich, dass es auch ja gewollt, irgendwie Werbeeffekt. Aber Nivea hat natürlich auch wunderbare Bodylotions, zum Beispiel Miracle Garden, Orangenblüte und Pfirsich. Die hatte ich auch schon mal. Die hat mir so gut gefallen. Also die riecht wirklich super, super toll nach Orange. Und ihr wisst ja, ich stehe total auf Kokosduft, auf Orangendüfte, also auf zitrische Düfte allgemein. Und wenn ich mich morgens nach dem Duschen schon mit etwas eincreme, was ja mein Duftzentrum irgendwie so bezuckert, dann greife ich dann natürlich super gerne zu solchen Produkten. Oh, das riecht auch wirklich angenehm. Ich mag das sehr, sehr gerne. Also die Bodylotion von Nivea kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Ganz, ganz toll. Toller Duft, tolle Pflegewirkung. Ja, preislich nicht ganz so attraktiv inzwischen mehr. Also die 250 Milliliter kosten inzwischen auch schon 3,95. Das ist natürlich eine Hausnummer für eine Bodylotion. Aber wie gesagt, wegen dieser vielfachen Payback-Punkte habe ich denn dieses Mal doch dazu gegriffen. Und das Produkt ist halt auch wirklich sehr, sehr toll. Dann habe ich mir sozusagen passend dazu von Nivea eine Pflegedusche mitgenommen. Das ist die Summer Happiness Orange mit Avocadoöl. Also klar, natürlich, wegen Orange habe ich mir das mitgenommen. Und wir schnuppern auch gleich mal dran. Oh ja, riecht auch super angenehm nach Orange. Gefällt mir jetzt schon mega, mega gut. Also ich bin gerade fast ein bisschen enttäuscht, dass ich erst eine andere Pflegedusche angefangen habe, weil die möchte ich am liebsten sofort verwenden. Oh, richtig gut. Auch ganz toll. Gefällt mir mega, mega gut. 1,95 gekostet, ist natürlich deutlich teurer als hier die Duschgels von Balea, aber wow, der Duft ist wirklich mega, mega toll. Ich bin richtig begeistert. Schön, gefällt mir. Also da freue ich mich dann auch immer drüber, auch wenn ich irgendwie ein Produkt kaufe, das ich wegen des Preises vielleicht nicht genommen hätte, aber es denn doch halt einfach so, so gut ist, dass ich denke, ach komm, ja, da haben sich die paar Euro aber wirklich gelohnt, dass ich mir das geholt habe. Dann habe ich mir geholt für 1,25, die Balea-Micellen-Reinigungstücher. Die werde ich wahrscheinlich mit in den Urlaub nehmen, weil ich natürlich dann trotzdem Hautreinigung machen muss. Also ich muss mich ja abends abschminken, aber ich möchte halt nicht meinen Reinigungsschaum und hier und da und alles Mögliche mitnehmen. Und da habe ich mir gedacht, okay, die normalen Reinigungstücher, die sind doch nicht ganz so zuverlässig, was irgendwie Abschminken angeht, denn nehme ich zumindest Micellenreinigungstücher. Deswegen habe ich mir jetzt die Packung nochmal mitgenommen. Ich habe die schon mal ausprobiert und die haben mir so gesehen eigentlich ganz gut gefallen. Klar, es ist nicht alles an Make-up runtergegangen, aber doch deutlich mehr, als wenn ich jetzt normale Reinigungstücher verwendet hätte. Deswegen, ja, mag ich die eigentlich ganz gern, werde wahrscheinlich die dann auch mitnehmen. Sind 25 Stück drin, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und sollte für den Urlaub dann auf jeden Fall reichen. Das letzte Produkt ist auch so ein Klassiker, den man immer mal wieder nachkauft, und zwar Kosmetiktücher. Da habe ich mir die große Packung 200 Stück für, wie viel haben die gekostet? 1,95 von Evelyn mitgenommen. Da habe ich mich diesmal für diese Verpackung entschieden mit so, ja, so Blättern und Blüten drauf. Also es gab diesmal keine Verpackung, die mich so richtig optisch überzeugt hat. Ich kaufe nämlich meine Kosmetiktücher eigentlich immer nach der Verpackung, weil es keinen Favoriten gibt. Ich sage jetzt nicht, die von Rossmann sind viel, viel besser als die von DM oder andersrum. Ich kaufe die halt auch manchmal in Supermärkten einfach, je nachdem, welche Verpackung mich besonders anspricht. Es war jetzt keine dabei, wo ich gesagt habe, wow, musst du unbedingt haben, aber ich brauchte halt Kosmetiktücher. Deswegen habe ich mich für die hier entschieden. Sehen ja so gesehen auch eigentlich ganz hübsch aus. Und mit 200 Kosmetiktüchern werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen auskommen. So, das war mein DM-Einkauf. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich hatte ganz, ganz viel Spaß beim Einkaufen und beim Zeigen der Produkte natürlich sowieso. Wir sehen uns auch schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis.